Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Motorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier einen Gruppe euch heute hier vorstellen für das größere Karten und natürlich hier leistungsstärkere Maschinen. Hier handelt es sich um einen, Ostblock-Hersteller mit also kyrillischer Schrift, wie wir hier oben her sehen können. Es handelt sich hier um den KBM 8 PS, ja. Und das Ganze ist hier zu haben, nur für 8000 Euro, sehr günstig. Und wir haben hier, 408 Euro Miete inklusive. Das Ganze wiegt nur 2,2 Tonnen, hat einen Leistungsbedarf von 180 PS entsprechend. Hier 132 kW. Das Ganze hat eine Arbeitsbreite von 8 Meter und 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, jetzt sind wir hier. Farbton können wir uns aussuchen. Ist einmal hier in Blau und dann einmal in Dunkelblau. Also, es gefällt mir relativ ganz gut mal. Und das haben wir jetzt hier die Meißel. Dann gibt es das Ganze hier. Ja, schreibt er hier also rein so eine Art Pfoten, wie wir hier sehen. Ja, wir schauen das Ganze natürlich mal an. Da habe ich das Ganze mal gekauft, wie wir hier sehen. Also hier ist es einmal mit die Meißel, das Ganze. Und natürlich hier in schicken, hellen Blau, das Ganze. Und hier sehen wir natürlich auch die kyrillische Schrift, so her. Dynamische Schläuche, ja, hier vorhanden. Da sehen wir auch hier, leider sind da also noch keine so Warnaufkleber sowas dran. Ja, vielleicht ist es da auch nicht der Standard. Oder das Gerät ist schon ein bisschen älter natürlich. Da war das noch nicht Pflicht. Und wie wir jetzt hier sehen, also hier diese sogenannten Pfoten mit also den kompletten also Verschleiß und Verschmutzung habe ich euch hier schon mal also so das Ganze mal eingestellt, dass man sieht, wie das hier natürlich hier ausschaut. Und ich würde mal sagen, wir fahren hier mit unseren MF mal aufs Feld und schauen uns mal an, natürlich, wie das Ganze natürlich mit der Arbeit ausschaut. Arbeitsbreitenmäßig natürlich, mit Überlappung und wie er sich das so verhält. Also finde ich, ist immer wichtig, das Ganze. Ja, dann fahren wir mal rüber. Die Frau, ja, wird schneller, wie wir sehen. Das Ganze ist ein bisschen leichter, wie wir sehen. Ja. Muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass das dann irgendwie dann, ja, umkippt, das Ganze, ja. Schauen wir mal, fahren wir so her. Klappen das Ganze mal aus. Natürlich mit X. Auch fast getroffen, wie man hier sieht. Ja, stoßen wir nochmal zurück. So, ein bisschen ran. Lass mal das hier gut treffen, natürlich. Wie wir sehen, hier mit unseren Pfoten, wie es so heißt. Senken das ganze Gerät mal mit V natürlich. Fahren mal vor. Sehen wir jetzt, es greift da hier. Finde ich auch ganz gut. Und ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal unseren Helfer mal hier fahren. Lass mal sehen, wie das Ganze hier ist mit den Drehen und den Überlappen und so. Ja, wie wir hier sehen, Partikelsystem finde ich ist ganz gut gemacht. Das ist nicht übertrieben her. Also vorne her wird es schön aufgerissen. Hinten, ja, staubt es ein bisschen und ja, wie wir mal sehen, er arbeitet hier auch ein bisschen. Der Boden ist so hundertprozentig eben. Ist auch, ja, auch Standardkarte auch her. Und da denke ich mal, passt es ganz gut, dass man das Ganze hier mal mit testet. Weil Standardkarten sind ein bisschen anders als die Modkarten und da denke ich mal, ist das besser natürlich. So, sind wir. Oh, da fährt es komplett vor. Ja, hinten, da fährt er schon mal ins Feld rein, wie wir sehen. Seite, ja, schauen wir gleich, da hat er vorne mal so rüber gefrappt. Ja, eigentlich ist er relativ ganz genau, wie wir sehen.
Es kann passieren, dass er mal auf einer Seite ein bisschen mehr der Trigger hier packt, dann, dass es was sein soll oder wie oder was. Ja, aber so her finde ich, passt das ganz gut. Finde, es ist ein, so das ist ein guter Mod so her. Schauen wir uns mal hier die Lok mal an. Dann sehen wir hier, ja, die Lok her ist hier lokfehlerfrei. Was kann man eigentlich mehr wollen, als wie eine saubere Lok? Ja, noch mehr Spaß beim Spielen natürlich. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir reinschaut. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.